Die südkoreanische Hauptstadt Seoul gilt mit fast 10 Millionen Einwohnern als eine der prächtigsten und bekanntesten Städte Ostasiens. Doch die Stadt hat mehrere große Probleme. Nicht nur leidet sie an massiver Überbevölkerung und der Nachbar Nordkorea wird immer mehr zur Herausforderung, nein, die Probleme liegen noch deutlich tiefer. Die südkoreanische Regierung entschied sich daher bereits vor einigen Jahren dazu, eine neue Hauptstadt zu bauen, die alle Probleme lösen sollte. Die Stadt Sejong wurde dazu bereits 2012 eröffnet und bis 2030 soll sie eine der modernsten Smart Cities der Welt werden. Doch auch die neue Hauptstadt ist jetzt schon von zahlreichen Problemen geplagt und einige bezeichnen sie bereits jetzt als Schandfleck, den niemals viele Menschen bevölkern werden. Doch warum wollen die Südkoreaner unbedingt ihre Hauptstadt verlegen? Wie sieht das ambitionierte Projekt gegenwärtig aus und warum droht es zu scheitern? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Die Planungen für eine neue Hauptstadt reichen bereits über 2 Jahrzehnte zurück. Schon im Jahr 2003 trat der südkoreanische Präsident Roh Moo-hyun mit dem ambitionierten Wahlversprechen an, die Hauptstadt von Seoul in eine deutlich südlichere Provinz zu verlegen. Denn Seoul stand und steht bis heute vor zahlreichen Problemen. Fast 1/5 des gesamten Landes lebt in der Hauptstadt. Das wäre ungefähr so, als würden in Berlin 17 Millionen Menschen leben. Und die Folgen sind dieselben, die wir auch in unserer Hauptstadt erleben können. Die Rede ist dabei von Wohnungsmangel, Verkehrschaos und in Seoul auch besonders die Luftverschmutzung. Der neue Präsident wollte daher die Hauptstadt entlasten und fuhr eine Dezentralisierungsstrategie. Denn bis dahin konzentrierte sich eigentlich das ganze Land auf Seoul. Die Stadt wuchs und wuchs und wurde dadurch immer chaotischer. Daher sollte ein neuer Gegenpol her, der auch die südlicheren Regionen fördert und den Wegzug der dortigen Bevölkerung verhindern sollte. Besonders auch wirtschaftlich sollten davon die anderen Regionen des Landes profitieren. Doch auch die sicherheitspolitischen Gründe sollten wir keinesfalls übersehen. Denn wenn wir uns Seoul auf der Karte anschauen, sehen wir, wie nah es tatsächlich an der nordkoreanischen Grenze liegt. Die nördlichen Vororte sind nur 30 Kilometer von der entmilitarisierten Zone entfernt, die ja Südkorea vom Norden trennt. Und es besteht seit langem die Sorge, dass ein plötzlicher Angriff über die Grenze es den einmarschierenden nordkoreanischen Truppen sehr schnell ermöglichen würde, die Hauptstadt zu erreichen und auch einzunehmen. Ähnlich wie es bereits 1950 während des Koreakriegs geschah, als Nordkorea die Stadt innerhalb von wenigen Tagen einnehmen konnte. Seoul liegt außerdem perfekt in Reichweite der Artillerie des Nordens und die Verlegung der Hauptstadt nach Süden würde einen besseren Schutz hinter einer Reihe natürlicher Barrieren, darunter Flüssen und Bergketten bieten. Denn die Anspannungen auf der koreanischen Halbinsel sind aktueller denn je. Fast wöchentlich testet Kim Jong-un gerade neue Waffensysteme und Sprengköpfe und bedroht seinen südlichen Nachbarn immer wieder mit Krieg. Südkorea konterte dies mit einer groß angelegten Militärübung mit den USA und Japan. Doch daraufhin führte Nordkorea Schießübungen an der Grenze durch und testete Artillerie, die im Kriegsfall Seoul erreichen könnte. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur sagte dazu, Kim habe die Soldaten aufgefordert, die Vorbereitungen für eine reale Kampfmobilisierung energetisch voranzutreiben, um im Falle eines tatsächlichen Krieges mit gnadenlosen und schnellen Angriffen die Initiative zu ergreifen. Die Gefahr für Seoul ist also real. Eine südlichere Hauptstadt würde dahingegen länger Schutz bieten, wodurch die Regierung auch länger ihren geregelten Geschäften nachgehen könnte. Doch die neue Hauptstadt sollte auch ein Zeichen für den südkoreanischen Fortschritt und Wohlstand werden. Sie sollte eine der modernsten Städte der Welt werden und kulturelles und politisches Zentrum des Landes. Doch wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Schauen wir uns zunächst an, wie weit der Bau bis heute vorangetrieben wurde. Denn zunächst schien das Projekt bereits an verfassungsrechtlichen Hindernissen zu scheitern. Der Präsident brachte nämlich umgehend nach seinem Wahlsieg das Special New Capital Construction Act Gesetz auf den Weg. Doch nicht nur im Parlament, sondern auch in der Bevölkerung schienen viele nicht sonderlich von seinen Plänen angetan. Das Gesetz landete so vor dem südkoreanischen Verfassungsgericht, das es für verfassungswidrig erklärte. Es stellte fest, dass ein Referendum über die Verfassungsänderung erforderlich sei, um den Umzug der Hauptstadt in einen anderen Distrikt durchzuführen. Die Regierung umging dies aber schließlich, indem sie einen speziellen neuen Verwaltungsdistrikt schuf, in den Stück für Stück die Ministerien und nationalen Agenturen von Seoul verlagert werden sollten. Und so begann 120 Kilometer südlich der alten Hauptstadt auf 465 Quadratkilometern Ackerland der Bau der neuen Hauptstadt Sejong. Benannt wurde diese nach dem koreanischen König Sejong, der im 15. Jahrhundert die Halbinsel regierte und als Erfinder des koreanischen Alphabets gilt. Der Standort wurde dabei sehr strategisch gewählt, da er deutlich geschützter vor Angriffen aus dem Norden ist. Und er ist weit genug entfernt von Seoul, um das Pendeln zu erschweren. Denn man wollte ja, dass die Leute nicht nur zum Arbeiten dorthin fahren, sondern dass sie sich tatsächlich in der neuen Hauptstadt niederlassen. Und so wurde die Stadt im Jahr 2012 offiziell gegründet und am 1. Juli begannen die Bauarbeiten. Diese sollten dabei den gesamten Innovationsgeist der Südkoreaner aufzeigen. Kreative Architektur sollte sich mit vielen Grünflächen abwechseln.
Elemente wie Regenwasserrecycling, Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Geothermie, intelligente unterirdische Müllentsorgungssysteme sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz. All das sollte die Stadt zu einer der größten Smart Cities und Vorbild für die ganze Welt werden lassen. Veranschlagt wurden dafür anfangs 17 Milliarden US-Dollar und bis 2030 sollte die Stadt fertig sein und dann vollkommen autark agieren können. Doch nach über der Hälfte der Bauzeit fällt das Urteil vieler Experten sehr gemischt aus. Bautechnisch ist man dabei durchaus weit vorangekommen und ein Großteil der Stadt steht bereits. Doch die Probleme und Herausforderungen liegen tiefer. Immerhin beträgt die Bevölkerung bereits ca. 350.000 Menschen, was dem Ziel von 500.000 schon relativ nahe kommt. Doch entgegen der Erwartungen sind es vor allem Menschen aus der umliegenden Region. Nur 24% der Einwohner kommen aus dem Großraum Seoul, was dem Gedanken der Entlastung der alten Hauptstadt widerspricht. Denn die Bürokraten in Regierungsministerien und die reiche Elite will Seoul nicht verlassen. Ihre Kinder besuchen dort die besten Schulen und sie befürchten, dass der Umzug nach Sejong sie später beim Zugang zu den wichtigsten Universitäten und Jobs des Landes benachteiligen könnte. Bis 2022 wurden zwar insgesamt 47 Regierungsstellen, 16 nationale Forschungsinstitute und 9 öffentliche Einrichtungen nach Sejong verlegt, das Präsidialamt und die Nationalversammlung weigern sich aber bisher, Seoul zu verlassen. Auch 20 weitere der wichtigsten Regierungsorganisationen wie das Außen-, Verteidigungs- und Wiedervereinigungsministerium bleiben der neuen Hauptstadt bisher fern. Denn viele wollen auch weiterhin an Seoul festhalten und es gibt auch aufgrund vieler historischer und symbolischer Ebenen Widerstand. Nicht nur bedeutet Seoul wortwörtlich Hauptstadt, auch liegt die Stadt in der Mitte der koreanischen Halbinsel und viele träumen weiterhin davon, dass sie in Zukunft die Hauptstadt eines vereinten Koreas sein könnte. Es kommt daher immer wieder zu Fällen, in denen Regierungsmitarbeiter lieber ihre Jobs aufgeben, als in die neue Hauptstadt umzuziehen. Denn Sejong wird bereits jetzt von vielen als eine Art kulturelles Ödland wahrgenommen. Eine Planstadt ohne Herz und ohne Seele, in der es nicht annähernd die Museen, Theater, Restaurants und Kulturangebote gibt, die man in Seoul genießen kann. Zudem kritisieren viele Anwohner, dass die Stadt absichtlich schwer zugänglich gestaltet ist, um die Menschen eben nicht nur zum Arbeiten in der Stadt zu halten, sondern damit sie sich auch dauerhaft dort niederlassen müssen. Wir sehen also, dass Sejong vor ähnlichen Herausforderungen wie andere Planstädte steht. Darunter zum Beispiel Canberra in Australien, Brasilia in Brasilien oder die zahlreichen Geisterstädte in China. Es mag zwar auf dem Papier einfach klingen, eine neue Stadt zu gründen und zu bauen, doch um diese mit Leben und Kultur zu füllen, damit sich die Menschen auch dauerhaft dort niederlassen, ist schon deutlich viel mehr nötig. Natürlich ist die Stadt bisher ja auch noch nicht gänzlich fertig und bis zur öffentlichen Fertigstellung 2030 wird sich mit Sicherheit noch einiges verändern. So soll zum Beispiel die Ansiedlung von Unternehmen gefördert und der Umzug von Bildungseinrichtungen und Außenstellen renommierter Universitäten vorangetrieben werden. Doch wir sehen bereits jetzt, dass viele der hochgesteckten Ziele wohl nicht erreicht werden und dass die Stadt wohl langfristig auch keine große Entlastung für Seoul sein wird. Aber ich werde auf jeden Fall am Projekt dranbleiben und auch in Zukunft nochmal über die Fortschritte berichten. So, das war's mit dem Video. Was haltet ihr von dieser neuen Hauptstadt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr euch noch für ein weiteres, ähnliches Thema interessiert, dann kann ich euch noch sehr mein Video über die neu geplante Hauptstadt Indonesiens empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag, ciao.